Auf das Häuschen drauf. Ich wusste, dass der so geht. So, jetzt ich auch hier so. Spawn Point. Geronimo! Ansatzweise möglich. Ah. Wenn du sprintest und springst, ist der nicht möglich. Na klar. Ich bin nicht Du warst fast dran. Das ist nicht möglich. Verdammt, ich spring nicht. Leck mich. Spring. Doch, jetzt habe ich ihn geschafft. Ich wusste es. Weißt du? Das ist unmöglich. Jetzt hättest du den auch schaffen müssen. Was? Nö. Ja doch, das ist doch immer so. Weiß nicht. So, egal. Ich glaube, die Challenge war ein bisschen scheiße. Ich fand die voll gut. Nur halt schwer. Ja. Geschafft. Teddy ist hier noch nicht mal vorbei, ey. Weißt du, ich drei Versuche, ey, und so. Der ist unmöglich. Checkpoint. Jetzt müsstest du hier so beim letzten runterfallen. Ist das hier für ein Block? Warte, was kommt denn jetzt noch? Oh nein, warte. Ja, da freut sich der. You hear the wind howling as you... Wie Kaktussprünge. Oder was ist jetzt los? Ach so, oh fuck, warte, ich muss was einstellen. Wiedergabemodus Shuffle. Hä? Ja, mein Dingens ist scheiße, so. So, danke schön. Toll. Oh ne, oder? Ist ja gar nicht schwer oder so, ne? So. Ich mach das einfach so. Geschafft, Junge. Puh, ich nicht, aber fast. Das ist echt schwer. Was du musst beim einen absetzen, weil du da Fallschaden kriegst. Was ist denn jetzt hier der Checkpoint? Puh dich, du Pummel. Ja, warte. Du darfst ihn noch nicht drücken. Du darfst ihn... Achso, gut. Der ist hier noch gar nicht. Warte, jetzt muss ich wieder... Warte. Du hast recht, da kriegt man meinen echt Fallschaden. Na komm, du hast ja jetzt sowieso bei dir Musik drauf. Ja, ich wollte gerade sagen. Achso, dann mache ich nur noch. Na? Was, na? Ja. Einfach fuhr dich. Ich hab Spaß. wie ich den nicht schaffe, du Pimmel. Das ist nur deine Schuld, Jonas, wenn du nicht so hässlich und fett. Wieso? So, Stash Time. Set. 23.00. So. Alter! Ich wollte nur den Button schöner machen. Ah! Nein, nicht schöner. Ich glaube, ich mache die Musik gleich wieder aus. Warum? Provoziert mich. Außerdem in unseren Videos gibt es keine, also in meinen Videos gibt es keine Musik. Es gibt einfach keine Musik in Minecraft-Videos. Musik in Minecraft-Videos finde ich immer kacke. Ich hab immer welche laufen, wenn ich aufnehme. Ja, du! Ich ja nicht, ich bin ja cool. Ja. Unbedingt. Weißt du, was ich am schlimmsten finde? Alle finden die Minecraft-Standardmusik voll geil. Ich auch. Ich finde die scheiße. Die geht mir mega auf den. Die ist doch total entspannt und passt doch mega gut zum Spiel. Ganz ehrlich, ich finde die nicht entspannt, ich finde die mega langweilig. Die ist ja auch jetzt keine Actionmusik oder so. Sollte sie aber sein. Das passt ja auch einfach nicht zu Minecraft. Bei Minecraft das ist das actionreichste Spiel ever. Man muss Zombies umbringen. Oh. Zombies! Das ist ein richtiger Apokalypse-Simulator. Ich hab's nicht geschafft, du Affe. Falscher Knopf. Halleluja, kannst du machen, wenn ich es geschafft hab. Man kann Lehm färben? Ja! What the fuck, sein? Wie doof bist du eigentlich? Du hast noch nie Quarz abgebaut. Hey, seit wann gibt's das denn? Seit der 1.6. Das wusste ich irgendwie noch nicht. Weißt du, ich spiele niemals Minecraft. Ich niemals, nur wenn wir Adventure Map aufnehmen. Und ich weiß das. Du bist ein Noob, Jonas. Noob. Alter, ich höre es schon. Ich habe schon ich weiß, mir fällt der Name, Hutas heißen die.
in Star Wars. Die sind aus Star Wars, die Fuzzis. Ja, ich habe jetzt, ich habe keinen Fax mehr. Ich drauf. Schon, aber trotzdem sind die aus Star Wars. Ja, die stimmen. Ja. Ja, aber die sehen auch so aus. Die sehen echt auch so aus. Das müsst... ist lustig. Ey, übrigens, der Jonas kann sich jetzt bei uns nicht mehr über Serverlecks beschweren, weil ich habe jetzt einen Server mit, aber ich habe jetzt eine Glasfaserleitung. Das heißt, der Server ist jetzt immer voll geil. Ja. Alter Junge, die haben mich abgeholt, die haben mich weggedrängt. Die können dich gar nicht wegdrängen. Wohle! Wohle! Ich bin nach rechts gefallen. Sie schon wieder! Hör auf, die da fallen zu lassen! Oh, meine Schwester ruft gerade an. Ich minimiere nur mal ganz kurz den Anruf. Ich sag der, dass ich. Geh mal ran, ey. Special Guest. A, B, C, D, E, F, G. Das kann ich mir hier nur. Oh, Moment mal. Moment. / Game Mode 0, Jonas, ja. Hui! Hui! Nein! Oh! Oh! Das war traurig. Ihr merkt es aber, das Rauschen kommt von Skype, aber ich konnte meinen Teamspeak, den Port in Teamspeak noch nicht freigeben. Deswegen, Ja, du bist ein ganz witzigen, habe ich gehört, also, ne? Ganz witzigen vor allen Dingen. Ja, das ist ein ganz witziger einer. Das geht nicht. Nein, darüber diskutiere ich mit dir gar nicht erst. Ja, das geht aber wirklich nicht. Ganz witziger. Natürlich geht das. Ganz witzigen einer geht nicht. In meiner Welt geht das aber 100 pro. Ja, meine Welt ist aber logisch und richtig. Haha, deine Welt. Aber meine Welt ist grammatikalisch richtig. Nur mal so, wie lange nehmen wir noch auf? Keine Ahnung, so lange wie du willst. Weil mein... Oh, fuck, Telefon, ich hasse dich, verbrenn in der Hölle. So, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und du machst mal einen Abgang und du auch. Und du auch. So. Sorry. Das war irgendwie jetzt lustig, weißt du, genau wenn der What Jonas... Genau wenn der Jonas wieder da ist, ruft mich jemand an. Aber das war sogar ein wichtiger Grund anzurufen. Ach, Lutschmi. Ich habe gerade erfahren, dass morgen Verwandte von mir Geburtstag haben. Ich sollte mal ein Geschenk machen. Ja, komm. Gut, okay, ich kann jetzt nicht sagen, was das für ein Geschenk ist, aber das Geschenk, das dauert keine 5 Minuten oder so. Aber ich gebe mir ja Mühe, deswegen dauert das eine halbe Stunde. Das ist was Grafisches, was ich mache, weißt du, am Computer. Weißt denn, ich kann das auch voll toll. Ich habe einen Kurs gemacht. Für Grafikdesign. Und alle haben mich gehasst. Das ist ja Standard. Obwohl ich ein sehr umgänglicher, freundlicher Mensch bin. Weißt du, scheiße, ich müsste mal wieder mein Fast-Click-Tool wählen. Hui! Scheiße. Oh. Ja, jetzt habe ich meine Erfahrungsflasche weggeworfen. Nein. Deine Mutter. Oh, du hast es geschafft? Nein. Gib mir nur auf den Sack, dass ich mich dauernd, Ja, man wird umgedreht gespawnt, da gib mir auf den Sack. Irgendwie sind mir das nicht zu, genug Erfahrungsflächen pro Sekunde. kannst ja eine Mod dafür entfinden, einen Mod dafür entfinden, erfinden. Ja! Ja. Ach, schön. Ah, du bist mir ein ganz lustiger. Moment. Ich seh nix, hör auf, Jonas. Alter, ich seh nix. Ich seh nichts, gar nichts. Null. Was meinst du wohl, was der Sinn der Sache war? Alter, wieder ein ganzer... ganzer Ballen voller Erfahrungskugeln heruntergefallen ist. Tja. Das sind übrigens 100 Klicks die Sekunde. Toll. Ich kann noch mehr einstellen. Ja, das ist schön für dich. Jonas! Was denn? Auf! Hui! Das ist für das eben runterschlagen, Junge. Ich hab... Jetzt mal ich, du warst innerhalb von... Du warst innerhalb von 10 Sekunden da. Außerdem war ich nicht im Creative-Mode. Ich schlag dich ja aber auch nicht.
Eigentlich dürftest du mich einmal runterschlagen. Dürftest du mich eigentlich einmal dürftest du mich runterschlagen. Das wäre ja langweilig. Ja, weißt du. Außerdem hast du ja jetzt Glasfaserleitung, der Server hält das aus. Ja, genau, weißt du. Einfach hier die Scheiße raus, weißt du. Habe ich auch so zu Jonas mal gesagt, ja Jonas, ich habe jetzt DLAN. Erstmal habe ich einen Server gemacht, der Jonas macht erstmal hier eine TNT-Sphäre machen und die anzünden. Und dann ist der Server gecrashed. Das war das Erste, was der gemacht hat. Das war ich doch nicht. Nein. Na gut, vielleicht habe ich es gezündet und du hast es gemacht, aber... Wer will denn auf den Details herumreiten? So machen. Oh ja, das Gesicht da. Das leckt ja gar nicht oder so. Bei mir nicht. Ja, jetzt auch nicht mehr, aber wenn man die plantet, leckt das voll. Ist ja verständlich, ne? Das ist total unverständlich. Ich kann mir das gar nicht erklären. Haha! Wie aus dem. Das kann doch alles nicht in den Arsch rein. Alter Junge. Du musst es echt mal schaffen. Diesmal gönne ich es dir richtig, dass du es schaffst. Alter Vater, du bist so nervig gerade. Ja, und du hast nicht... Ja! Auch wenn es leckt. Oh, jawohl. Ich bin durch. Jawohl. Oh, das leckt ja gar nicht. Ja, ne? Aha, 4 Frames, 3, 2. Ein Frame, jawohl. Ich habe noch 2, ha. Erstmal verrecken. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wie lange dauert das wohl? Alter, wie viel habe ich geplantet? Ah, es geht langsam wieder hoch. Es wird weniger, ja. 10 Frames. 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 15, 17, 18, 20. 20. Alter, das geht gerade gar nicht klar, Junge. Es wird aber schon besser und ich bin Level 61. Ha! Es werden immer weniger. Achso, jetzt geht's bei mir auch wieder. Oh. 40. Ein Tannenbaum. Ich oder was? Ja. Whee. Au. Au. Da geht's runter, okay. Hier, ich hab gehört, du willst noch ein paar mehr haben. Ich renn einfach mal runter. Wieso folgen mir die XP? Was soll der Scheiß? Du bist schon unten? Nee, aber die sind immer noch hinter mir. Lass mich in Ruhe. Ja noch ein paar ich sehe nichts. Also, ah, jetzt sind sie weg. Oh. Nein, sind immer noch da. Final Checkpoint steht hier. Aha, dann sind wir jetzt im letzten Level. Ich hab Hunger. It's time to face your fate. Final Checkpoint. Level X, Lord. Difficulty Lord. 13. 13 von 10. Ah! Oh, ne. It's time to face your fate. Ich hab's fast geschafft. Wahrscheinlich sind das jetzt alle Challenges vereint. Verdammt, ich hab's auch fast geschafft. Es war Übermut. Übermut tut selten gut. Lol. Was? Na? Oh, jetzt hatte ich gerade ganz kurz einen Ruckler. Ruckelt das beim David? Hat er etwa einen schlechten PC oder wen? Hey. Ich speier schon auf neue Endgaming-PC. Tut mir leid, dass ich mit einem 3-Euro-PC hier rumgurken muss. Mm. 3-Euro-PC, das wäre geil. Weißt du, ich weiß zwar nicht, wie viel kostet ein iPhone 5? Das ganz neue? Nee, ein ganz normales, das was du hast. Das ist ja was. Das ist das 4S. Achso, wie viel kostet ein iPhone 5? Keine Ahnung, um die 600 Euro, 700 Euro, sowas. Weißt du, weil mein PC hat 699 Euro gekostet. Im Zweifel kostet so ein Smartphone. Das neue iPhone 5 S kostet, weniger. Kriegst du ab 800 Euro und hat ebenfalls einen 64-Bit-Prozessor, was übrigens auch eine Revolution ist. Ganz ehrlich, wofür braucht man das an dem Handy? Wofür? Einfach um zu zocken, weil danach ist das tatsächlich nicht gut. Ganz ehrlich. Da kann ich mir auch gleich einen guten PC kaufen, einfach mehr Spiele mit einer Tastatur und einer verkackten Maus spielen. Aber das ist ja ein Telefon. Geil, weißt du? Im Dein Zweifel... PC schlitzt ja wahrscheinlich nicht den ganzen Tag mit dir rum. Im Zweifel ist das einfach... Ja, das kann ganz viel...